Seid mir gegrüßt zu einem neuen Video. Ihr seht es hier schon hinter mir. Um das Terrarium meiner beiden Jungs ist ein Spanngurt drumherum. Und zwar, weil die beiden das Ding gesprengt haben. Gestern habe ich dann noch, ihr seht es auch schon hier hinter mir stehen, ein neues Terrarium besorgt. Der Deckel von dem gucke ich, dass ich den umziehen kann. Dann wird das Becken erstmal leer bleiben, bis ich dann hier den ganzen Spalt mit Aquariensilikon wieder verfüllen kann. Das Ganze werde ich aber in einem separaten Video machen. Jetzt geht es erstmal darum, die beiden Chaoten aus dieser misslichen Lage hier zu befreien und in ein anderes Terrarium zu setzen. Was ich auch noch besorgt habe, sind Rundstangen. Auf die werden die Etagen gesetzt und die werde ich jetzt gleich mal draußen auf dem Balkon mit der Kappsäge auf die entsprechende Länge sägen. Ja, Gunnar, da ist eine Kamera. Und dann seid ihr Stück für Stück dabei, wie ich das Terrarium neu aufbaue für die beiden Chaoten und wie die beiden dann umziehen werden. Ihr habt die jetzt auf zwei Längen runtergeschnitten. Da gehen wir jetzt bloß mal kurz oben. Da kommt Fressen geflogen. Kaum hat man das Fenster auf, kommt schon Futter für meine Mäuse hereingeflattert. Irgend so ein komisch transparent grünes Ding. Mögen sie ganz gerne. Sobald ich ihn irgendwo finde, werde ich es an irgendeine meiner Hauptdarsteller oder, hallo Konstanze, an sie verfüttern. Und die Mäuse gucken ganz neugierig, denn eine Kamera haben sie hier auch nicht jeden Tag stehen. Ich denke, das ist für euch jetzt uninteressant, wie ich da die ganzen Dinger einfach mal kurz entgrate. Es sind zwei verschiedene Höhen geworden, damit, so wie in diesem Becken hier, eine untere Etage eine obere Etage sein wird. Und das Ganze wird dann auch wieder mit einer Pappröhre bzw. mit einer halben Pappröhre verbunden. Als nächstes geht es dann darum, die Etagen festzuschrauben. Kommt mal näher. Durchs Brett bohre ich komplett durch. Und zwar mit 3,5. Und dann bohren wir die Hölzer noch vor. Und zwar mit einem 2,5er. Die interessiert der ganze Trubel überhaupt nicht. Die haben sich ins Nest zurückgezogen und schlafen. Und an dieser Stelle jetzt die Stimme aus dem Hintergrund. Hier schraube ich zuerst mal die erste Stütze rein, gucke dann, ja, passt hinein, wunderbar. Dann noch die zweite Stütze, denn mit beiden Stützen bekomme ich es dann auch noch ins Terrarium. Mit allen vier Stützen wird das nicht gehen, darum schraube ich jetzt hier mal noch die Schrauben vor, dann unten drin die Stützen rein. Das Ganze dann aufstellen. Nachdem das mit dem ersten ganz gut funktioniert hat, wird das gleiche jetzt auch mit dem zweiten gemacht. Da schraube ich alle vier Schrauben vor und dann auch hier wieder die Füße dran ins Terrarium hinein und sobald ich damit fertig bin, dann geht's weiter. Auf der oberen Etage habe ich es jetzt einmal festgemacht, weil da kommt nur eine Röhre rauf. Von unten geht es auf diese Etage mit einer Halbröhre und von hier nach oben mit der zweiten Halbröhre. Und Halbröhren, da habe ich hier so Pappröhren, da ist normalerweise Papier drauf für große CAD-Pläne. Und zum Auseinanderschneiden nehme ich jetzt einfach stinknormales Cuttermesser. Und ziehe das dann hier durch. Und wenn das gerade Schrottmesser ist, dann hält es das auch aus. Und das Ganze ungefähr gegenüberliegend nochmal. Und wenn man sich das Ganze doof anstellen würde, wird das Messer abbrechen.
Schon wieder, was ist denn heute los? Die Stelle hier, wo der Tesa drumherum ist, werde ich natürlich nicht verwenden, denn das hat in Mäuseschnäuzchen meines Erachtens nach nichts zu suchen. Naja, nicht schön, aber selten. Und dann auch hier einfach mit dem Cuttermesser schneiden. Aufpassen, dass die Finger weit genug weg sind. Jetzt brauchen wir da ungefähr hier den Bereich. Reicht das für zwei? Ah, das reicht sogar für beide Rampen. Gut. Wenn ich das jetzt so hinschraube, dann knickt mir das ja entweder in der Mitte ganz blöd oder mir verschiebt es die Etagen. Das will ich ja nicht. Und darum gehe ich immer hin und schneide hier links und rechts. Ich zeige es euch gleich mal. Eine solche Formation rein. Dann kann ich das nach unten knicken. Hier schraube ich es dann in die Etage rein. Schraube auch mit der Rampe direkt das Holzbrett fest. Und unten mache ich es genauso, allerdings biege ich es dann nach innen. Und für die untere Rampe, da brauche ich das Ganze nur ein einziges Mal, denn unten lasse ich es einfach auslaufen. Was ich dann insbesondere bei kleinen Mäusen noch mache, bei den Jungs bräuchte ich es jetzt nicht, aber ich zeige es euch mal. Da gehe ich dann einfach hin und schneide hier so Linien rein, dann ist das Ganze etwas rauer, da können sie mit den Krallen dann besser greifen und kommen so die Rampe leichter hoch. Hier habe ich es jetzt nur gemacht, weil ich euch das zeigen wollte. Für die Jungs brauche ich es definitiv nicht mehr. Die hüpfen auch hier nebenan direkt auf die Etagen, die bräuchten die Rampen eigentlich nicht. Auf die untere Etage kommt jetzt nachher das Sandglas drauf und die Tränke. Und auf die obere, da wird einfach nur Streu sein dann. Mal gucken, vielleicht auch noch sonst irgendwelchen Blödsinn. Damit sich hier oben Streu sammeln kann, möchte ich noch hier vorne eine Abschlusskante ranmachen. Das habe ich schon auf verschiedenste Arten mal gemacht. Meistens schraube ich hier nur ein Brett dann hin. Das ist jetzt leider zu kurz, weil irgendwie fehlen da 5 cm. Muss ich mal schauen, was ich da noch längeres habe. Für hier unten, da dürfte es nachher reichen. Ich habe aber auch schon so eine Halbschale, wenn ich da was übrig hatte, so gebogen hier rangeschraubt. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall sitzt das hier noch falsch. So ist das hier nämlich bündig. Da wird dann nachher klar, ein bisschen Streu rausfallen. Das ist aber nicht so wild. Das würde gehen. Auch da gehe ich mal kurz raus zum Sägen. Ja, klein bisschen zu kurz, das macht jetzt nichts. So, und schon haben wir das Ganze hier oben mal fixiert. Das gleiche noch hier unten. Mit der Grundeinrichtung des Terrariums bin ich jetzt bis auf die Deckelkonstruktion fertig. Die werde ich aber erst drauf machen, wenn die Mäuse da drin ausziehen und hier rüberziehen. Zuvor wird jetzt erstmal noch das Becken mit Streu gefüllt. Und bevor das Streu reinkommt, schmeiße ich als erstes mal noch flächendeckend Futter hinein. Denn in der freien Wildbahn haben die Mäuse das Futter ja nicht im Napf, sondern müssen sich's zusammensuchen. Und das können sie so eben auch. Und finden immer wieder dann beim Buddeln Futter. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie ich das Futter zusammenmische, da oben die Ecke, da gibt es ein Video dazu.
Was ich jetzt zuerst hier reingeschmissen habe, das ist ein Hanfstreu und jetzt gibt's Dinkel. Und das eigentlich gängigste, das sind Holzspäne, auch die kommen noch dazu. Und dann habe ich hier noch was, das nennt sich Forestland, also so Waldboden. Das sind so Rindenstückchen, die schmeiße ich einfach nur hier oben auf die obere Etage. Den Rest, den zwirbel ich jetzt ein bisschen durcheinander. Das wird so allerdings nicht lange vorhalten, denn die Mäuse räumen selbstständig um. Das ist jetzt hier auch noch etwas zu wenig Streu, aber so können die Jungs sich erstmal an das neue Streu gewöhnen, bevor dann Stück für Stück mehr Streu hinzukommt. So können die beiden jetzt allerdings noch kein Nest bauen und darum gibt es jetzt noch Nestbaumaterial für die zwei Jungs. Einmal Heu, da gibt es eine Handvoll da drauf und eine Handvoll schmeißen wir hier runter und dann gibt es noch die externe Festplatte des Gauklers, nämlich Stroh. Ja Jungs, ich baue hier euer neues Zuhause. Jetzt kommt nochmal die Wochenration Futter. Einmal quer hineingestreut. So haben die Jungs nämlich gleich was zu futtern, wenn sie reinkommen. Und je mehr sie buddeln, umso mehr Futter finden sie. Und irgendwo werden die beiden dann einen Futterbunker anlegen, so wie ich sie kenne. Jetzt machen wir hier als erstes mal den Spanngurt weg. Den legen wir natürlich so, dass wir den nachher wiederfinden, weil das wir noch brauchen. Und dann holen wir mal unsere beiden Jungs. Da haben wir die beiden Chaoten. Und die dürfen jetzt ihr neues Zuhause erkunden. Auf meine Hand und dann hinein. Und wenn ihr wissen wollt, wie es aussieht, wenn die beiden ihr neues Terrarium erkunden, da gibt es schon ein Video, wo die beiden bei mir eingezogen sind. Da oben die Ecke werde ich es euch jetzt mal verlinken. Und die beiden wursteln sich hier schon durch. Ich sehe schon, es wird alles neugierig erkundet. Was jetzt noch fehlt, ist ihr Sandglas. Das wird auch noch kurz gereinigt. So, und jetzt heißt es noch kurz den Deckel umbauen. Unter erschwerten Bedingungen, denn die Jungs sind ja da schon drin. Und bleiben das hoffentlich auch. Und hier seht ihr jetzt, wie der Deckel befestigt ist. Sind einfach nur über dieses Glas geklemmt. Hier zwei Schrauben und auf der anderen Seite, wo das Glas auch früher aufhört, sind auch nochmal zwei Schrauben. Die löse ich jetzt, nehme das Ding nach vorne runter, schiebe es nebenan auf dem Terrarium ebenfalls auf diese Leiste und schraube es wieder fest. Und schon ist der Deckel umgezogen. Halt! Ein Problem, ihr habt es gerade gesehen, habe ich schon. Der Lausbub wollte flüchten. Also, stell euch mal wieder ein bisschen weiter weg, damit ich hier arbeiten und die Jungs genau im Blick halten kann. Kein Fluchtversuch, mein Herr. Grad mach ich's Maul zu. Halt, Lausbub, nach unten. Komm auf meine Hand. Die beiden Jungs sind jetzt in ihrem neuen Terrarium. Deckel geht auf, geht auch wieder zu, schließt sauber. Soweit alles in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber da drüben, da ist eine junge Dame, die Blödsinn macht. Ich probiere das Ganze jetzt mal hier zu filmen und dann spiele ich euch das ein. Clara, ist Maus nicht ausgelastet? Ja, sie hängt oben am Deckel. Und jetzt hat sie es bemerkt. Wenn ihr übrigens mehr von dieser Mäusedame sehen wollt, ich verlinke euch mal das Video von dieser Dame oben in der Ecke. Das war jetzt der erste Teil von Terrarium gesprengt. Im zweiten Teil wird es dann darum gehen, wenn ich das Ding hier ausgeräumt habe, will ich hier die Vorderseite lösen,
Das war's jetzt für dieses Video. Die beiden erkunden schon ihr neues Zuhause und mal schauen, wie sie sich die nächsten Tage so entwickeln. Ich werde euch auf jeden Fall in der nächsten Folge Neues aus Mauthausen, das dürfte dann im November sein, auf dem Laufenden halten. Guck mal, was der Chaot da schon wieder macht. Der kleine Lausbub will flüchten. Ja. Oder willst du mit aufs Schlussbild? Ja, und damit verabschiedet sich Gunnar von Birka zusammen mit mir für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr wisst jetzt, wie man sowas umbaut oder wie ich sowas umbaue. Und wenn ihr Fragen habt zur Terrarium-Einrichtung und so weiter, dann dürft ihr die gerne unten in die Kommentare hauen. Bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl. Jetzt im Abspann könnt ihr zunächst mal meinen Kanal abonnieren. Im unteren Video geht's dann zu Gunnar von Birka und Ansgar von Haitabu. Und im oberen Video, da lasse ich YouTube entscheiden, was es euch vorschlägt.